Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Wie ihr gerade im Zeitraffer seht, geht es heute um die Sitze. Das heißt, wir bauen jetzt die Sitze erstmal aus, was nicht ganz so einfach war, weil, wie es immer so ist, eine Schraube lässt sich am Schluss immer nicht lösen. Ich hatte aber zum Glück Philipp als Hilfe. Danke dafür. Der hat mit ein bisschen Gewalt sich an die Schrauben gemacht. Viele von euch wussten ja, dass ich bereits am Überlegen war, was genau ich mit den Sitzen nun mache. Als ich mich dann entschieden hatte, war natürlich noch das Problem, erstmal einen passenden Sattler zu finden. Es gibt viele Sattler hier auch in der Umgebung. Hab jetzt aber zum Glück den passenden Sattler gefunden, der mir die Sitze so macht, wie ich das gerne wollte. Theoretisch ist der Sitz jetzt eh schon raus, ne? So. Kannst du schön selber aussehen. Sitz rausheben ist das auch, wo die meisten ihre Türpappe mit kaputt machen. Ne? Ja? Ja, weil dann doch mal so mit der Schiene so einmal da so reinhaust oder so. Ja, das wäre ja blöd. Okay. Halt. Ja, genau. Baustelle angesagt. Ja, jetzt brauchst du auf jeden Fall noch einen größeren. Hier. Jetzt, wo er das gesagt hat, habe ich noch mehr Angst. So, wir sind angekommen bei der Firma Achtung Sattler bei Sina. Bevor wir jetzt reingehen, wir hatten ja im letzten Video, wie ihr es gesehen habt, den Eimerverlust, Philipp und ich. Danke nochmal an der Stelle an Philipp dafür, dass du das überhaupt möglich machst. Wenn ihr Bock habt auf noch weitere Gewinnspiele, schreibt es gerne unten in die Videokommentare. Eine Zahl zwischen 1 und 500. 361. 361. Okay, toll. Von oben oder von unten? Von Kommentar 1, also von unten zählt man dann ja, ne? Vom ersten Kommentar. Mhm, okay, ja. Super. Das heißt, ich darf mich gleich beim Schnitt ransetzen und erstmal die ganzen Kommentare zählen. Und dann blende ich den jetzt mal ein. Du kannst dich bei mir bei Instagram melden, mir da deine Kontaktadresse mitteilen, damit ich dir den einmal zuschicken kann. Herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Und wie gesagt, danke an Philipp, dass du das überhaupt möglich machst. Wir gehen jetzt mal rein. So, wir sind bei Achtung Sattler bei Sina. Stell dich und deine Firma erstmal ein bisschen vor. Ja, ich bin Sina Diekmann, bin gelernte Kfz-Sattlerin und betreibe seit 2016 die Firma Achtung Sattler. Wir fertigen Car-Accessoires und eben nebenbei machen wir noch Autositze und Dachhimmel und Armlehnen und alles, was dazugehört. Und wie ich hier sehe, das sieht aus wie ein Mundschutz. Genau, das wird einer. Da muss jetzt noch das Innenfutter rein und dann kommt oben der Metallbügel rein, dass du die verstellen kannst. Ach, für die Nase, ne? Genau, dann kommen die Gummibänder rein, hier sieht man es schon ganz gut. Da ist innen ein Innenfutter reingenäht und der Metallbügel ist schon drin. Das muss jetzt seitlich nur noch abgenäht werden für die Gummibänder und dann ist die soweit einsatzbereit. Das ist echt, echt cool. Gerade also bei mir ist zum Beispiel mit dem Bart, das ist grauenvoll in der aktuellen Zeit, wenn du nur mal ganz kurz ein Energy aus der Tanke holen willst oder so. Das, bei mir hält es gar nicht richtig, ne? Deswegen, aber ich habe ja auch sowas, ne? Ja. Ich schon gesehen, aber das zeige ich euch später. Du hast da vorne richtig alte Sitze. Ja. Die kriegst du wieder komplett frisch? Genau. Die werden komplett wieder fertig gemacht. Das sind eben aus einem Trabi die Sitze. Die bekommen einen komplett neuen Bezug, werden komplett neu aufgepolstert. Das heißt, er kriegt ein komplett neues Schaumteil. Geht danach, also wenn ich das Schaumteil und alles abgezogen habe, geht das einmal zum Karosseriebauer. Der befestigt die Federn neu und dann wird er auch neu lackiert, weil er eben leichte Roststellen schon hat. Mhm. Lackiert oder pulverbeschichtet? Das wird wahrscheinlich pulverbeschichtet werden, steht aber noch nicht ganz fest. Mhm, das entscheidet okay. Die Kundin selbst. Ach, eine Kundin ist das? Eine Kundin, genau. Hast du häufiger, also was würdest du sagen, ist größer vom Kundenstamm, Männer oder Frauen? Überwiegend sind es bei mir die Frauen, muss ich zugeben. Echt? Ja, bei mir sind es ganz viele Frauen. Ich weiß nicht, weil ich selbst vielleicht eine Frau bin. Als Kfz-Sattlerin ist es relativ selten, dass es Frauen gibt.
Es ist überwiegend auch ein Männerberuf. Okay. Und ich weiß nicht, deswegen denke ich mal, ziehe ich die Damen magisch mit an. Ja, voll cool. Das, die sehen ja wirklich schon richtig runtergerockt aus. Ja. Die sind aus dem Trabi. Genau, die sind aus dem Trabi. Die haben schon ein paar Jahre auch auf dem Buckel. Aber krass. Ich pack mal bei mir bei Insta. Du kannst mir mal ein Bild schicken, wenn du die fertig hast. Ja. Machen wir mal ein Vorher- und Nachher-Bild. Und dann packe ich das mal bei mir bei Insta einfach in eine Story rein. Weil mich das auch interessiert, wie die dann, wenn die fertig sind, aussehen. Was denkst du, wie lange brauchst du ungefähr, wenn man jetzt nicht die Arbeit von dem Lackierer oder Pulverbeschichter mit einrechnet? Also ich denke mal insgesamt eine Woche. Eine Woche? Gehe ich von aus. Was für einen Stoff sollen die bekommen? Die bekommen wahrscheinlich einen Stoff Kunstledergemisch, auch hier mit Keder wieder eingearbeitet. Mhm. Nur eben ein bisschen moderner gemacht. Das heißt, dass die Seitenwangen, die hier sind, die kriegen schon Kunstleder, so wie hier oben. Mhm. Und innen drinne dann eben Stoff. Steht noch nicht ganz fest, die Farbe. Es wird wahrscheinlich alles ein Schwarz werden oder ein Grau. Ja, und dann werden die eben komplett fertig gemacht und sehen wieder aus wie neu. Okay. Wir sind aber natürlich, wie ihr am Titel schon gesehen habt, nicht wegen den Sitzen da, sondern wegen meinen. Da ist das gute Stück. Natürlich gibt es davon nicht nur einen, sondern zwei, selbstverständlich. Genau. Der andere steht aber oben. Ich bin übelst begeistert. Sieht richtig cool aus. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso gemacht hättet. Ich habe zum Beispiel mit Marius darüber gesprochen. Er hat gesagt, er würde schwarz machen, weil er halt schwarze Innenräume mag. Aber irgendwie ist es, es passt halt. Ne? Meine Rückbank ist auch so. Ich finde es geil. Ist es schwer, so einen Sitz auseinanderzunehmen, weil ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei den Sekaros ist es wirklich ganz, ganz einfach gelöst. Man kippt den Sitz einmal auf den Rücken und unten drunter sind vier Schrauben. Diese löst man dann und dann hat man Sitzteil und Lehne gleich auseinander. Und im nächsten Atemzug wird eben, wie gesagt, das ist bei denen wirklich ganz wunderbar gelöst, werden die Fixierschienen rausgenommen. Die kann man so rausdrücken. Achso, ist das quasi nur gesteckt? Genau, das ist nur gesteckt. Hier hinter ist es gesteckt, die löst man dann komplett an und dann ist es mittig eben, ist es hier, ist Klett und Flausch hinter zum Abziehen. Ja, das kannst du dann wunderbar abziehen und dann hast du die Bezüge schon runter. Na, übelst cool. Und wir haben natürlich nicht nur Sitze gemacht, sondern, warte, ich zeige euch das mal. Du hast hier auch noch eine, das ist auf meiner Seite. Das ist eine Waschtasche. Genau, ja? Das ist eine Waschtasche. Richtig cool, kann man hier die genau, da kannst du das Shampoo oder die Bürsten reinpacken oder Tücher. Und eben drinnen dann eben die größeren Teile. Wie gesagt, das Teil ist komplett mit aus Kunstleder. Ich kenne es ja selbst, wenn man in der Waschbox ist, dann fällt das einem wieder um. Oder man kommt zu nah mit einem Kercher dran. Mhm. Und Kunstleder wischt einmal ab und es ist wieder trocken. Ne? Ja. Ja, das ist cool. Und das hier ist ein Sicherheitsgurt, ne? Genau, das ist der originale Sicherheitsgurt aus dem Auto. Voll geil. Richtig gut. Dann haben wir noch einen Tonbeutel. Ja. Auch richtig geil. Genau. Das fühlt sich echt hochwertig an. Der Stoff ist, wie gesagt, super auch. Und unten hast du nochmal Echtleder in Grau. Mhm. Wegen dem GTD eben. Mhm. Weil du hier das Grau auch mal wieder hast. Ja. Ja, dann hast du Kordel mit drin, das kannst du dir dann einstellen auf deine Größe. Unten hast du nochmal wieder den Sicherheitsgurt. Es wird überall immer wieder mit aufgegriffen in jedem einzelnen Produkt, dass du da eine klare Linie drin hast. Mhm. Oben eben Kunstleder, wenn du es zuziehst, von innen auch komplett Kunstleder, dass sie sich eben relativ einfach auch alle reinigen lassen. Ja, sehr cool. Das Ding finde ich am geilsten. Dass man hier sogar echt die Taschen, Flaschen reinstecken kann. Richtig cool. Voll geil. Und Portemonnaie auch. Ja. Auch wieder im GTD. Übelst cool. Gefällt mir richtig. Dein Geld drin. Und meine Maske. Genau. Ja, die fühlt sich geil an. Dankeschön. Gern geschehen. Ich blende euch hier nochmal die. Du hast eine Internetseite, ne? Ja. Ich blende euch hier nochmal die Internetseite ein. Alle Informationen zu ihr findet ihr aber auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach, wenn ihr Bock habt, mal abchecken.
Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.